Hallo und willkommen zurück zum Stadtbahnsimulator Düsseldorf. Wie es, oder wie vielleicht einige von euch schon mitbekommen haben, ist ein neues, ne, ist der erste Patch erschienen. Unter anderem sind jetzt funktionsfähige KI-Stadtbahnen unterwegs, auf der Gegenspur natürlich, die nach dem Fahrplan fahren und auch Passagiere aufnehmen. Ich blende euch das auch am besten kurz ein. Dann seht ihr auch, was es alles Neues gibt mit dem Patch. Und dann auch noch Haltepunkte an Bahnsteigen. Dann noch Hinweise zur Bedienung der Stadtbahn, weil sonst kann man sich da alles eh nicht merken. Und das Spiel registriert nun endlich auch, ob ein Haltesignal überfahren wurde, was wiederum heißt, dass die Haltesignale auch irgendwie jetzt gehen, weil vorher gingen die ja irgendwie nicht oder da waren die ja alle auf freie Fahrt, ne? Mal gucken, was sich da jetzt geändert hat. Nach wie vor keine Musik da. Aber bei der Grafikeinstellung sieht man jetzt, was, bei welcher Stufe man was hat. Bei Ultra natürlich ist halt alles am besten, Mittel nur noch die Hälfte und so. Das finde ich auf jeden Fall schon mal hilfreich. Dann kann man irgendwie noch bei Spieleinstellungen Tipps ein- und ausschalten. Die lasse ich mal kurz an. Zurück. Zurück. Jetzt starten wir mal das Spiel. Ein schnelles Spiel mal eben. Obwohl schnell ist jetzt ein bisschen übertrieben. Dauert auch schon ein paar Minütchen. Dann sehen wir uns wieder den schönen Ladescreen an. So. Hier oben sehen wir hier die Entfernung zur nächsten Haltestelle. Tipps sehe ich gerade keine. Okay. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben. Dann ist man echt aufgeschmissen. Die Bahn starten. Zuerst die Zündung. Da war wieder die falsche Taste. Okay. Geht auch nicht. Ja. Dann machen wir auch mit linker Maustaste. Das ist gemacht. Die Zündung. So viel zum Thema, es gibt Tipps. Neustart, Hauptmenü. Fahrhebesicherheitsfahrschalter. Nein, okay, da war es eine falsche Taste. Als nächstes die Sicherheitsfahrschalter mit E. Dann der Stromabnehmer mit S. Dann der Sicherungsschalter schaltet man mit D an oder ein. Jetzt mit der Drücken der Taste 1 drückt man halt das Tonband-Pedal. Jetzt machen wir Fernlicht. Und jetzt nochmal der Sicherheitsfahrschalter auf Fahren. Und jetzt müsste die Bahn auch schon los. Fahren oder auch nicht. Das wäre auch so schön gewesen. Aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen ist sich okay. Die Scheibenwischer sollen wir jetzt auch noch anmachen. Wie gehen die jetzt nochmal an? Scheibenwischer. Habe ich mir wahrscheinlich nämlich nicht aufgeschrieben. Da guck mal, Tür links, Trittstufenvorwahl, Tür rechts. Nein, Türfreigabe, Kabinenbeleuchtung. Scheibenwischer, genau. Fahren wir jetzt. Ah, okay. Gut.
So, da wollen wir mal los. Ja, ist gut. Okay, jetzt nerven die aber. Ach, mit B, okay. Brems. Scheiße. Oh. Nächste Station, Mörike Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Mörike Straße. Exit right. Ja. So. Da kommt man echt durcheinander mit den Tasten, mit der Tastenbelegung. Weil ich drücke S zum Bremsen, aber das ist hier in dem Fall Q. Boah, ist da ein Wetter, ey, Hammer. Ich glaube, wir fahren jetzt das erste Mal im Regen oder bei Regen. Da geben wir ein bisschen Gas. Hier oben sehen wir, wie gesagt, wo die nächste Haltestelle ist. Okay, haben wir doch noch geschafft mit Hilfe einer Notbremse. Hoffentlich leben die noch. Ach, und hier ist halt hier der eine Haltehilfe. Und hier auch die KI-Bahn. Finde ich schon mal sehr schön gemacht. Ja. Ach, und jetzt wurden wir auch verlängert. Jetzt haben wir einen zweiten Wagen, aber dafür, dass wir jetzt so lang sind, bremst die Bahn echt schnell. Also jetzt geht das auf jeden Fall schnell durch hier die Tipps. Wo man jetzt aber sieht, wann man abfahren muss, ist mir immer noch ein Rätsel. So, und weiter geht's. Ist aber auch ein Wetter, ne? Mann, nächste Mann. Station. Freiligradplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Freiligradplatz. Exit left. Oh. Nächste Station. Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Exit left. Das sind wir leider wieder vorbeigefahren. Und hier waren wir jetzt zu schnell, obwohl das sogar angezeigt wird. Das ist schon echt bitter, würde ich mal sagen. Mann, oh Mann, ey. Also mit dem Gleichen finde ich das jetzt nicht, aber wie gesagt, es liegt daran, wenn man zu schnell ist, dann. Oh. Aber die Bahn sieht jetzt echt geil aus, jetzt ist die endlich mal länger. Das sieht schon nice aus. Schade, dass man hier nicht laufen kann, dass sie die Bahn betreten kann. Das wäre nämlich auch schon geil. Noch ein Stückchen vor, können wir noch. Und jetzt wieder alles einsteigen. Also die Tipps sind echt gut. Geht auch recht schnell.
Oha, ist das nicht ein bisschen kalt, Fräulein? Mit T-Shirt hier nur? Nee, das so, wie ich es mag. Sind alle drin? Ne, da hinten. Ja. Jetzt haben die anderen Pech. Wir haben einen Fahrplan einzuhalten. Wo auch immer der jetzt ist. Auf jeden Fall, wir haben grün. Nächste Station, Nordpark Aquazoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Nordpark Aquazoo. Exit left. Okay, die Bahn schafft also 80. Und wir schaffen die Haltestelle wieder nicht. Jo. Egal, dann Nächste fahren wir einfach Station, weiter. Reserplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Reserplatz. Exit left. Sorry, Leute. Dann müsst ihr halt auf der nächsten Bahn warten. Das tut mir aber jetzt sehr, sehr leid. Also für mich ist die Anzeige definitiv keine Hilfe. Also die Haltestellen kommen immer so unerwartet. Aber jetzt ging das wesentlich besser. Weil wir müssen auch Gas geben, weil wir müssen pünktlich sein. Aber das sieht schon geil aus mit der zweiten Bahn da hinten. Weil das sieht man ja auch manchmal, ne? Aber das Blöde ist, dass man jetzt nicht weiter rausrollen kann. Das ist doof. So, seid ihr jetzt alle ein- und ausgestiegen, Leute? Das sieht aber auch komisch aus, ne? Ach du Heilige. Bist du ein Mann oder eine Frau? Frau wahrscheinlich, oder? Oder beides, irgendwas dazwischen, ne? Naja, das sieht auch nicht ganz so aus. So, dann wollen wir mal weiterfahren, weil die wollen offensichtlich nicht einsteigen. Da haben die Pech. Nächste Station, Theodor-Heuss-Brücke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Theodor-Heuss-Brücke. Exit right. Wollen wir mal ein bisschen abbremsen? Weil die Haltestelle haben wir nämlich in irgendeiner Folge nicht geschafft, also nicht bekommen. Oh ne, ein Stückchen können wir aber noch, sehe ich gerade. Ja, ich habe gerade ein Stückchen. Eieiei. Nächste Station. Golzheimer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Golzheimer Platz. Exit right. Das ist aber schon ein bisschen ätzend, ne? Wenn man ein kleines Stück, dann schafft man das auch wieder nicht. Dann wieder ein bisschen Stoff geben und frühzeitig bremsen diesmal. Jetzt ist die Haltestelle nämlich irgendwie rechts. Schlecht erkennbar. Hier hätten wir es halten müssen. So, jetzt könnt ihr alle einsteigen. Ja, irgendwie ist das auch eine andere Kastenbelegung, merke ich gerade. Weil die steht
fiel mir jetzt überhaupt nicht ein, zum Beispiel W ist eigentlich Warnblinkanlage. Aber irgendwie scheint das auch nicht zu funktionieren. Ne. Dann machen wir diesmal ohne. Geht ja nicht anders. Seid ihr alle drin? Okay. Wir fahren dann wieder. Und wieder beschleunigen kräftig. Im Schneckentempo. Nächste Station. Kennedy Damm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Kennedy Damm. Exit right. Ich glaube, das schaffen wir. Hoppala, falsche Taste. Die wollte ich. Ja, das war's für die Folge. Ich sag nochmal bis zur nächsten. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Tschüss.